Ja, liebe Fahrradfahrer, ich würde sagen, die Fahrradsaison ist hiermit eröffnet, kann man in diesem Fall schon sagen. Und damit man natürlich auch so ein bisschen motivierter ist, was das Fahrradfahren betrifft, vielleicht trainieren Sie ja auf irgendeine Tour, ich weiß nicht, wie fit Sie da sind, aber motiviert wird man doch, wenn man so weiß, welche Geschwindigkeit habe ich zurückgelegt, welche Strecke, was war so mein optimales Spitzentempo und wie wir das Ganze kontrollieren, das verrate ich Ihnen nicht alleine, sondern mit dem Carsten. Ja, und ich gucke hier gerade mal, hier war aber ein ganz fauler Mensch unterwegs. Wie viel haben wir denn hier? 23 Kilometer insgesamt, okay, null Tageskilometer. Ich Fahrrad, um Gottes Willen. Nein, aber das ist jetzt wirklich so. Und ich werde auch in naher Zukunft nicht wirklich drum rumkommen. Weißt, Sie wissen vielleicht aus diversen Sendungen heraus, dass ich einen 6-Jährigen zu Hause habe. Und spätestens nächstes Jahr im Sommer wird das auf mich zukommen, dass der Kleine dann bestimmt auch mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren möchte, gerade mal 3 Straßen weiter. Und da ist es natürlich dann schon durchaus sinnvoll, auch mal einen Drahtesel sich persönlich zu besorgen. Ich schaue also auch immer mal rechts und links und gucke mal, was so ein vernünftiges Fahrrad kostet. Aber ich gebe dir absolut recht, wenn man natürlich, ich sag mal, nicht nur zur Schule fährt damit oder vielleicht zur Uni oder was, sondern wirklich mal eine richtig schöne Tour macht, vielleicht mit der ganzen Familie mal am Wochenende, dann macht das schon Sinn, sich vielleicht mal anzuschauen, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wie war die Maximalgeschwindigkeit, genau. Wie lange waren wir überhaupt unterwegs? Ja. Ja, das sind so ein paar allgemeine Daten, die durchaus interessant sind. Und dafür gibt es diese Computer, diese Fahrradcomputer, von denen wir Ihnen 2 Stück an der Zahl fest vorstellen wollen. Genau, 9 Funktionen hat unser kleiner Fahrradcomputer hier. Also wir fangen mal an. Wollen wir das mal so Stück für Stück mal durchklicken? Oder? Vielleicht kommt er mal zu mir, dann zeigen wir es mal richtig groß. Kein Grund zur Hektik jetzt. Wir können hier mal durchklucken. Also Sie sehen, hier sind gerade mal 2 Knöpfe. Einmal der Set-Knopf an dieser Seite und einmal natürlich der Modus-Knopf an dieser Seite. Und wenn wir den jetzt mal durchdrücken, dann kommen wir auf die verschiedenen Modi mal zu sprechen. Das ist die aktuelle Geschwindigkeit, das Tempo, die Höchstgeschwindigkeit, die Fahrzeit natürlich, die aktuelle Strecke und natürlich auch die Gesamtstrecke, die man da zurückgelegt hat. Und man kann sich jederzeit entscheiden, ob man sich das Ganze in Kilometern oder in Meilen anzeigen möchte. Und das Coole ist, dass du natürlich auch eine digitale Uhr mit dabei hast, die dir jederzeit dann also auch die Uhrzeit ansagt. Ja, da haben wir sie beispielsweise. Das heißt, stoppt das jetzt automatisch oder muss ich das machen? Nee, musst du gar nicht. Funktioniert hier alles vollautomatisch. Super. Das heißt, du steigst auf deinen Drahtesel und sobald du in die Pedale trittst, sobald du den ersten Meter hinter dich gebracht hast, geht das gute Stück auch schon los und zeigt dir natürlich nach abgeschlossener Fahrt oder gerne auch währenddessen, wie schnell bist du, wie lange bist du gefahren, wie viele Kilometer hast du zurückgelegt, all solche Geschichten. Also ich finde das richtig klasse. Eigentlich so wie ein Jogger immer eine Stoppuhr mit dabei hat, um zu sehen, okay, wie schnell bin ich gerannt. So wollen das die Fahrradfahrer natürlich auch, um natürlich dementsprechend sich zu motivieren, um fit zu werden. Wir haben Ihnen das Ganze mal in einem kleinen Filmchen zusammengestellt, wie das Ganze denn überhaupt anmontiert wird. Das ist überhaupt nicht schwer. Wir schauen uns den einfach mal gemeinsam an. Das Schöne ist, dass man hier eben zur Montage keinerlei Werkzeug einsetzen muss. Die Schraube, die jetzt hier, ja gut, ich mache es jetzt gerade mit dem Schraubendreher. Ich habe es eben mit dem Finger gemacht, das reicht auch völlig aus. Okay, wenn Sie einen Kreuzschraubenzieher zur Hand haben, ist es sicherlich sinnvoll. Aber dadurch, dass diese Schraube hier gekontert wird auf der anderen Seite, kann man das eigentlich schon fast mit den Fingern machen. Natürlich schön geschützt das Ganze. Das ist ein Kunststoffring, der Ihnen natürlich auch den Lack nicht verkratzt. Okay. Montieren Sie das bitte einfach im Sichtbereich des Fahrers, bin ich versucht zu sagen. Einfach an den Fahrradlenker montieren, so dass Sie es gut erkennen können. Und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass der Anschluss hier Kontakt findet. Dafür haben wir den kleinen Magneten dabei. Der wird einfach an eine Speiche befestigt. Und jedes Mal, wenn also dieser Magnet an diesem Empfänger, so nennen wir ihn jetzt mal, vorbeigeht, kriegt er den nötigen Impuls und weiß ganz genau, wie schnell du gefahren bist. Ähnlich wie der Kontakt auf der Straße, wenn du von einem fest installierten Blitzkasten von einem starren Kasten geblitzt wirst. Also ähnliches Prinzip. Schön, dass du das mit vergleichst. Haben wir ja in Freiburg hier zu Genüge, ne? Wir sind ja so ein bisschen grün, da steht an jeder Ecke ein Blitzer. Baden-Württemberg, hier wirst du geblitzt ohne Ende hier. Kann dir hier nicht mehr mit. Ja, genau. Vielen Dank. Kann dir hiermit nicht mehr passieren. Hier hast du immer volle Kontrolle über deine Geschwindigkeit. Und da sind natürlich auch schon richtig professionelle Radfahrer mit unterwegs, die natürlich auch schauen wollen, wie schnell bin ich denn jetzt eigentlich gefahren. Das ist ja auch motivierend. Ich sag mal, viele nutzen natürlich auch das Fahrrad, um sich ein Stück weit fit zu halten. Ja, nehmen sich dann die Trekkingräder beispielsweise. Und wenn du dann so mit 5 Kilometer Fahrradtour anfängst und dann irgendwie nach ein paar Wochen feststellst, aus den 5 Kilometern sind 15 oder 20 Kilometer pro Tour geworden, dann ist das schon ein richtig gutes Workout, was ich hier mit habe. Ich denke auch. Ja, und
wenn Sie sowieso ein Fahrrad besitzen und ich meine, es kostet ja nicht viel Geld, guck mal hier nicht mehr 7 Euro. Ich finde, das ist eine Investition, die sich auch lohnt. Da macht man Klar. nichts falsch mit dem paar Euro. Also da schlagen Sie wirklich gleich mal zu. Und das ist auch ein schönes Geschenk zum Verschenken. Und eine Kundenmeinung haben wir auch noch, sehe ich. Ja, aus München haben wir eine Kundenmeinung bekommen. Sehr gutes Produkt, weil man vor allem eine Uhrzeit hat. Nicht jeder hat immer nur eine Armbanduhr am Arm. Kinderleicht zu bedienen, schreibt unser Kunde aus Bornheim. Echt toll für meine Kleine an ihrem Fahrrad. Für Kinder natürlich auch super. Die schauen da alle naselang drauf. Und aus Schwerte kommt noch ein sehr leichter Anbau des Produkts. Einstellung selbsterklärend. Absolut top. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das Ganze gibt es aber auch von einem Markenhersteller. Zugegebenermaßen ein paar Euro teurer. Bin ich auf dem Kopf? Nee, ist alles richtig. Alles richtig. Von der Firma Sigma. Und die Firma Sigma kennt man, wenn man sich mit Fahrrädern auseinandersetzt. Ja. Ich glaube, der Kai könnte dir jetzt einen Vortrag von mindestens 2 Stunden halten. Aber die machen wirklich absolute Top-Qualität, gerade wenn es um Fahrradcomputer und grundsätzliches Fahrradzubehör geht. Genau. Und auch das ist natürlich ganz leicht hier anmontiert an den Fahrradlenker. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch ein Filmchen bereitet haben. Hier habe ich natürlich alle Tourwerte sofort im Überblick. Das können wir auch gleich uns nochmal anschauen. Und zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, das Durchschnittstempo, natürlich die Höchstgeschwindigkeit, die Tageskilometer, Gesamtkilometer, Fahrzeit, Uhrzeit und. Und hier zeigen wir Ihnen jetzt nochmal den kleinen Film, den wir hier für Sie vorbereitet haben. Das Schöne ist, hier sind diese Gummilaschen mit dabei und das ist natürlich ausgesprochen materialschonend. Also auch wenn Sie jetzt beispielsweise mal so einen ummantelten Fahrradlenker haben, wo man vielleicht auch nicht unbedingt einen Clip oder was dran bekommt, hat man hier jederzeit die Möglichkeit, mit diesen Gummiriemen also wirklich perfekt zu arbeiten und vor allen Dingen lackschonend zu arbeiten. Stimmt. Gerade bei hochkarätigen, auch bei teuren Fahrrädern ist es ganz wichtig, dass das eben also auch optisch vernünftig aussieht. Und das funktioniert hier nach einem ähnlichen Prinzip. Das heißt, man montiert hier einfach ganz kurz, ohne Einsatz von Werkzeug, einfach den an einer Speiche kurz den Kontakt und jedes Mal, wenn dieser kleine Kontakt an der Speiche, an dem Empfänger am Rahmen vorbeigeht, registriert der Computer das und zählt damit dann eben die gefahrenen Kilometer, die Geschwindigkeit und dergleichen. Da sind wir wieder bei den Kontakten auf der Straße, die kennt man, wenn man schon mal an einem fest installierten Starrenkasten, an einem Blitzer vorbeigefahren ist. Ja, das war unser Studio, wo wir hier vorbeigeradelt sind und hier können wir uns jetzt hinterher natürlich die ganzen Werte im Überblick nochmal schön anschauen. Ja. Finde ich echt super und wie gesagt, das ist ein Markenhersteller, also hier bekommen Sie wirklich Qualität zu Ihnen nach Hause. Ja. Falls Sie kein Deutsch sprechen oder sagen, ich möchte gerne auch andere Sprachen erlernen, man kann ja auch 7 verschiedene Sprachen einstellen. Auch diese Funktion ist natürlich möglich. Das gute Stück hat einen integrierten Speicherchip. Das heißt, Sie haben also hier jederzeit auch die Möglichkeit, sich die Daten in aller Ruhe auch nochmal anzuschauen. Also nicht bei jedem Fahrtantritt wird das gute Stück wieder auf Null gesetzt. Der speichert die letzten Daten, sodass man dann auch von mir aus mal schauen kann, wenn man 2 oder 3 Mal hintereinander die gleiche Tour gefahren ist, kann man dann einfach nochmal schauen, immer wie lange habe ich gestern dafür gebraucht, wie lange habe ich heute dafür gebraucht, wie schnell war ich gestern, wie schnell war ich heute. Das wirkt ja auch motivierend, ganz besonders dann, wenn Sie das Fahrradfahren nicht nur als lockeren Zeitvertreib sehen, sondern wirklich auch ein Stück weit sportlich an die ganze Sache herangehen. Stimmt. Und die Firma Sigma hat sich hier wirklich mit diesem kleinen Computer, den wir hier für ganz, ganz kleines Geld anbieten, für unter 20 Euro bieten wir den an, also wirklich was ganz Besonderes einfallen lassen. Wollen wir uns den mal hier vorne am Fahrradlenker anschauen? Ja, können wir gleich nach dem Film gerne machen. Wir schauen uns den noch mal ganz kurz an. In der Zwischenzeit wechseln wir so lange unsere Position. Wir schauen uns den Film hier noch ein bisschen an, ist natürlich wirklich eine super Sache. Gerade wenn man überlegt, Fahrradfahren ist so gut fürs Herz-Kreislauf-System. Na natürlich auch, um Muskeln aufzubauen. Fahrradfahren ist eigentlich was Tolles. Ne? In der freien Natur noch ein bisschen frische Luft schnappen. Also und wenn ich das Ganze dann noch als Trainingssport sehe und dann natürlich auch ein Ziel erreichen möchte mittels meinem Computer, dann ist es doch richtig klasse. Dann brauche ich nicht irgendwelche teuren Sachen irgendwo in einem Sportgeschäft kaufen, sondern hier wirklich ein kleines Gerät für einen super kleinen Preis. Natürlich auch ein Markengerät. Also keine Frage. Vor allem bist du ja draußen unterwegs. Ich finde das im Fitnessstudio immer so schrecklich. Da sitzt du an ein und der gleichen Stelle, starrst auf einen Fernsehapparat oder was. Und trainierst dann 1 Stunde auf so einem starren Gegenstand. Das macht man doch lieber bei schönem Wetter draußen, an der frischen Luft, wenn man auch ein bisschen was sieht, ein bisschen Abwechslung hat. Dann macht Radfahren natürlich richtig Spaß. Und natürlich ist das gute Stück auch so einstellbar, dass es für ein ganz normales Trekkingrad funktioniert, für ein altes Hollandrad, genauso wie für ein topmodernes Rennrad oder ein schönes Mountainbike. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Dieser Computer passt also wirklich überall. Hier haben wir den dran. Genau, hier haben wir dran montiert. Hier sehen wir es nochmal schön am Fahrrad. So, vielleicht ein bisschen abkippen. Ich muss die Karte mal Ich kann die Karte noch nehmen, wie du möchtest. Oder klemmst an Gepäckträger. So,
Ich drehe ihn mal ganz kurz auf die Seite, damit wir ihn sehen können. Mhm. Und da haben wir es, vor allen Dingen leicht zu bedienen. Das heißt, Sie haben hier oben zwei Knöpfe. Hiermit können Sie jederzeit wieder auf Null setzen, das Ganze. Und hier schalten Sie durch die unterschiedlichen Programme durch. Kann man sogar mit dem Daumen schon machen, wenn man hier die Hand am Lenker hat. Kann man hier mit dem Daumen durch den breiten Knopf jederzeit in die entsprechenden Menüpunkte hineingehen und sich dann anschauen, wie lange bin ich jetzt schon unterwegs, wie spät ist es überhaupt, muss ich mal nicht langsam nach Hause hier. Ja, die gefahrenen Kilometer, also wirklich das komplette Programm, all die Daten, die da entscheidend sind, können Sie hervorragend an Ihrem Bordcomputer aus dem Hause Sigma ablesen. Genau, Bestellnummer hierfür ist die PX5734 und die 569. Wir haben es schon gesagt, für einen kleinen Minipreis von nicht einmal mehr 20 Euro. Ist blitzschnell montiert, aber wir sind noch nicht fertig. Ich finde immer, Sport und Musik gehören zusammen. Ich glaube, das sage ich auch in jeder Sportsendung, weil ich es wirklich ganz ehrlich so meine. Es gehört einfach zusammen. Nils, du wolltest mir noch was geben? Genau, her damit. Scheu dich nicht. Super. Ja, gehören einfach zusammen. Nur ist das ja so, ich weiß nicht, ob ich da falsch informiert bin, Kopfhörer und auch Ohrhörer, also diese kleinen Steckerchen, sind beim Fahrradfahren, glaube ich, verboten, ne? Weil du schirmst dich da komplett ab, oder? Wie ist das? Das ist der Punkt. Ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie der Gesetzgeber das sieht. Es ist auf jeden Fall schwierig geregelt. Das sollte man echt vorsichtig sein, aber ganz ehrlich, auch diese Kabel, die überall runterhängen, es stört einfach nur. Es ist schrecklich. Also ich finde, das ist nicht wirklich eine vernünftige Alternative. Und bitte, egal, ob ich mit dem Auto fahre, mit dem Motorrad, mit dem Fahrrad oder mit dem Dreirad, selbst auf Rollerblades, bin ich natürlich mitten im Straßenverkehr drin. Und da sind alle Sinne gefragt. Da ist der Gehörsinn gefragt und da sind vor allen Dingen auch die Augen gefragt. Und wenn man dann natürlich, ich sag mal, die Musik auf dem Ohr hat und ist so in seiner eigenen Welt und trällert so und fährt so im Takte der Musik, kriegt man vielleicht gar nicht mit, dass von rechts ein Bus kommt oder von links ein Auto oder was. Es geht also auch um ihre eigene Sicherheit. Und genau deswegen möchten wir, dass Sie nicht auf Musik verzichten, aber einfach diese Ohrstecker oder die Kopfhörer mal außen vor lassen. Und genau deswegen bieten wir Ihnen diese Tasche hier an, wo man jederzeit einen MP3-Spieler oder ein Smartphone mit Musik reinpacken kann. Genau, das ist eine MP3-Tasche fürs Fahrrad, hat auch einen Audioeingang, klar, wo ich den MP3-Player dann anklicke. Mhm. Und wenn wir uns mal den Klinkestecker anschauen, der ist sogar vergoldet, also auch hier wieder nicht am Materialkosten gespart. Und natürlich es hat auch eine extra lange Batterielaufzeit. Das finde ich ja so super. Du kannst hier 15 Minuten Fahrrad fahren und Musik genießen, ohne dass du hier Batterien wechseln musst. Das ist natürlich eine erstaunliche Leistung, ne? Das ist richtig, ja. Also wir sehen hier mal gerade, wie das Ganze funktioniert. Das Schöne ist, du kannst hier deinen MP3-Spieler durch den Klettverschluss jederzeit sichern. Das kannst du auch mit einem Handy oder mit einem Smartphone oder was jederzeit machen. Und dann hast du diese beiden Klettverschlüsse. Und mit diesen beiden Klettverschlüssen packst du das gute Stück einfach vorne an den Lenker dran. Du kannst es auch an jede andere Stelle montieren. Aber du willst ja diesen Stereo-Sound haben. Und genau den hast du hier. Du hast hier zwei hochwertige 40mm-Treiber, Breitbandtreiber, wohlgemerkt, einen eingebauten Verstärker für einen richtig coolen Stereo-Klang. Ja. Und wir haben es auch gerade gesehen, wie einfach das befestigt wird. Einfach mit zwei Klettverschlüssen wird es am Lenker rangeklettet und natürlich aber auch innen ein Klettband zur Sicherung des MP3-Players. Sobald wir im Studio sind, können wir es gerne nochmal zeigen. Mhm. Genau, wir machen das nochmal auf. Hier kommt er dran. Warte mal, wo ist er? Das ist der Klettverschluss oder der Klettverschluss, Klettverschluss haben wir hier. So, da kommt da dran das gute Stück. Und was wir auch noch gar nicht besprochen haben, ist diese kleine Tasche, die sich hier drunter noch befindet. Normalerweise hat man ja auch gerade im Sommer vielleicht mal eine Sonnenbrille oder vielleicht auch mal eine andere Brille mit dabei. Auf jeden Fall hat man hier Stauraum für eine Brille, die ist gut geschützt, auch wenn man Wind oder Regen einsetzen sollte. Oder für gewisse andere Dinge, auch mal für einen Schlüssel. Ja, oder für gewisse andere Geschichten, die man immer gerne dabei haben möchte. Wollen wir uns das fertig montiert noch mal am Rad anschauen, oder? Sehr, sehr gerne. Wir nehmen sie mal mit rüber zu unserem Fahrrad. Auch da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Hier natürlich unsere Fahrrad-MP3-Tasche. Die sieht schick aus. Wollen wir es auch mal laufen lassen? Sehr gerne. Was meinst du? Okay. Sehr gerne. Guck mal, einfach aufmachen. Der MP3-Spieler müsste drin sein. Ja, der Sound ist wirklich klasse hier. Das ist wirklich super, was wir hier haben. Warte mal, einfach auf Start drücken. Kommen wir da dran? Ja. Ich habe mal mein Mikro ran. Ja. Okay, das würde ich jetzt zum Radfahren vielleicht nicht hören. Vielleicht können wir mal eins weitermachen. Wenn es bergab geht, ja. Warte, ich mache mal eins weiter. Das ist cool. Oder noch ein anderes? Ja, das ist GEMA-freie Musik. Ich glaube, was richtig Spannendes werden wir da nicht finden. Nicht wundern, warum ich mich jetzt hier so rüberbeuge, aber ich muss das Mikrofon ranhalten. Stark, oder? Ja. Ich hoffe, der Klang kommt bei Ihnen rüber. Wenn man das natürlich jetzt hier zumacht, hat man natürlich jederzeit, also auch die Boxen genau in die Richtung des Fahrers quasi. Das heißt, wenn Sie da unterwegs sind, haben Sie die Boxen genau in Ihre Richtung und haben wirklich einen
perfekten Sound mit dabei. Und das Geniale ist, sie kriegen trotzdem noch Umgebungsgeräusche mit. Das heißt, wenn jetzt von rechts, von links, von hinten Autos kommen oder irgendwo gehupt wird oder ein Notarztwagen kommt mit Blaulicht, kriegt man das mit und kann das hören. Ja, und hiermit erfreuen sie natürlich auch ihre Mitfahrer mit toller Musik unter der PE7886 und der 569. Auch hier für einen kleinen Mini-Preis von unter 14 Euro schlagen sie wirklich zu, weil das sind Sachen, die braucht einfach die Welt, weil die sind einfach so genial. Ja. Und hier hat Pearl TV mal wieder mitgedacht. Ich finde das super. Wir haben richtig tolle Sachen mit dabei. Die zwei Computer und natürlich auch die Tasche für ihren MP3-Spieler und ein bisschen Schnickschnack. Ganz viel Freude damit.